wait forever. Sorry, Miss Jackson. Ooh, for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Hallo Spritzfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Spielerkarriere. Ja, wir spielen heute gegen den KSC. Ja, also Karlsruhe, wir spielen mit Martin, du warst natürlich. Und dann der ist fach zum 160 München. Wir sind 23,5 Millionen Euro wert. Haben letzte Folge gut gespielt. Muss man echt sagen. Wir haben echt gut gespielt. Wir spielen auswärts, ich bin heim. Ja, war alles um die 70. Müssen wir ein bisschen mehr aufbauen. Der Klaasen hier mit einer 64, der muss eigentlich raus. Der Eicher muss raus. Sonst sind eigentlich alle um die 70. Nur ich halt nicht. Ich bin halt aber um die 80, ne? Ich bin um die 80 halt. Ich bin halt bei 80. Checken geblieben. Ja. Naja. Was Schönes mit 80. Geh weg, du. Achso, ist mit Durchsetzen am Schluss, ja. Und ja. Und zack, zack, zack. Oh, perfekt, vorbei. Und drin ist er. Sowas muss man auch mal im Spiel schaffen, ne? So etwas muss man im Spiel schaffen. Sowas muss man doch. Sowas muss man auch mal im Spiel schaffen, ne? Ja. Weil sonst geht es gar nicht. So also wird es ja nichts hier. Der Dick Orlishausen. Oh, Tour. Beste Auswärts hier. Beste Auswärtsmannschaft hier. Ja, 15 Auswärtssiege. Und jetzt werde ich sagen, auf geht's. Im Union Park. Meffert. Ja, die Ecke. Wie was wird, sehen wir gleich. Also jetzt. Haben wir gerade eben gesehen, dass es nichts wirklich geworden ist. Na jetzt schon wieder. Hä? Was war denn das jetzt? Oh, erst richtiger Ballberührung hier. Könnten wir mal was daraus machen hier. Meiner Beweglichkeit, mit meiner Beweglichkeit. Ja, meiner Schusstechnik. Auch mit. Okay, ich habe ihn nochmal. Schade. Schade, der hätte eigentlich, glaube ich, vielleicht sogar perfekt gepasst, da oben rein in den Winkel. Der lässt ihn einfach. Er lässt ihn einfach. Alter, willst du mich verarschen? Boah, super Ball. Von Adlung. Und mein Rechtsschuss. Mit dem Außenriss. Der wäre so schön. Aber Valentini klärt ihn dann nochmal. Gut. Genau. Und jetzt probieren wir hier eine Flanke. Halbzeit. Oh, nee, Freistoß für uns. Ja, wow, die darf ich jetzt auch bringen, oder was? Cool. Jetzt oh, ob ich's hinkriege. Alles, was wichtig ist, dass du ah, der war zu leicht. Ist, ja, greif nach. Hi, aber trotzdem wird noch gefährlich. Wird dann nochmal gefährlich hier. Durch Stahl. War nicht so schlecht. Ah, okay. Passt auch so. Ich bin sehr beweglich, das weiß ich. Oh Gott, Klaasen, Alter. Hey, 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 Klaasen. Ach, Mann. Halbzeit. Ja. Wieder in die Halbzeitanalyse hier. Nicht Leistungen, sondern Spielinfo. 7 Schüsse, ja. Freue nicht alle Zeit. Habe ich nicht alle gezeigt. Weil es auch nicht wirklich alle nennenswert waren. Von uns und von denen auch nicht wirklich. Deswegen, ja, geht es einfach nur mal weiter, ne?
Was? Elfmeter? Willst du mich jetzt verarschen? Sag jetzt verarsche. Komm, den heilst du. Eicher, komm. Ja, Mann. Er hält ihn. Alter Schwede, Mann. Komm, oh gut hier. Direkter Konter. Ich wollte Konter spielen. Gut hier, Mann. Ich wollte einen Konter spielen. Egal, ich habe ihn immer noch. Und da habe ich ein bisschen Freibahn, Mann. Und dann steht es auch 1:0. Ja, Mann, 1:0. Zu viel Platz gehabt, dann mache ich das Tor auch, ey. Auch super durchgesetzt hier. Und dann mit einem Außenrissschuss. Wunderschön ins lange Eck. Wunderschön. 1:0. So muss es doch laufen, oder? Ja? So muss es laufen und dann werden wir ausgewechselt. Und dann werden wir auch noch direkt ausgewechselt, ja? Gar nicht so schlecht. Ja. Eine Frage mal. Wie würdet ihr es finden, wenn ich jetzt eine einzige Folge mal ohne Facecam machen würde? Ja, einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es finden würdet, wenn ich jetzt eine einzige Folge ohne Facecam mache. Ja. Einfach nur eine Folge ohne Facecam, eine einzige. Ja. Und dann ist es auch nur ein Spiel halt. Und dann mache ich halt nur ein Spiel in der Folge. Ja. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und wenn hier nichts kommt, werde ich einfach mal machen und schauen, wie es dann kommt. Ja. Und deswegen starten wir hier gegen Paderborn. Gegen das vorletzte Spiel in der Liga, in dieser Season heute. Ja. Nächstes Folge ist dann schon wieder Transfermarkt. Ja, und da werde ich natürlich auch Facecam lassen. So, ja. Und El Rondo. Ah, schade. Mir läuft gerade die Nase, weil ich ein bisschen krank bin. Wie es aussieht. Macht gar nicht. Ein Taschentuch hier, scheiße. Naja. Du schmeißt einfach in der Hose ab, ne? Das sind so viele. Aber da sind wir jetzt hier. 13 Tore. Dritter der zweiten Liga. Schon gut. Ja. Und hätte ich auch sagen, wir starten mal direkt rein gegen Paderborn in der Allianz Arena. Auf geht's. So. Super, super rausgespielt. 1:0. 19 Minute. So muss es gehen. So muss es doch gehen. 1:0. So muss es doch gehen. So muss es doch gehen. Ganz einfach rausgespielt. Ja. 14. Saisontor. Ja, wir sind eine Goldgrube für den TSV. Ja, wenn die uns verkaufen, dann machen sie viel Cash. Dann machen sie viel Cash. Ah, was gibt's? Freistoß oder was? Geil. Könnte sogar noch gefährlich werden. Oder auch nicht. Ja, komm. Komm. Lauf. Ah, Mann. Ich krieg einen Freistoß. Ich krieg einen Freistoß dafür. Ich will jetzt verarschen. Ein Freistoß dafür. Und ich werde ausgewechselt. Danke. Das war echt verarscht. Wir können noch deutscher Meister werden. Wir können noch deutscher Meister werden. Zweitligameister meine ich natürlich damit. Ja, wir könnten noch in der zweiten Liga Meister werden. Wenn wir so weitermachen. Ja. Nur so weitermachen.
muss echt noch schaffen, hier in die Meister zu werden, oder? Oder war es das schon? Ne, 33. Spieltag. Jetzt gegen Braunschweig. Da. Vor uns liegt ein paar schwere Begegnungen. Eine einzige Begegnung nur noch. Aber, naja. Und die werden wir auch spielen. Okay. Komplette Konzentration gegen Braunschweig. Wir müssen auch Ausschau halten, wie die Ingolstädter spielen. Können wir hier Tor-News? Ingolstadt gegen VfL Bochum. Okay. Alle deaktivieren den hier. Aktivieren nur. Nur hier. Wer die Tore schießt, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Ich werde es vielleicht sogar noch mal in der Halbzeit dann einblenden. Wenn es in der Halbzeit dann kommt, ne? Wenn die Halbzeit dann kommt, dann werde ich einblenden, dass ihr wisst, dann waren die Halbzeit, ne? Ja. Ja. Das ist nicht, dass man das hier nicht zu überschätzt. Mir läuft die ganze Zeit die Nase, das ist echt ätzend. Letztes Zweitligaspiel. Steigt sogar auf in dieser Saison im Odrom oder Odromo, wie auch immer. TSV 1860, 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Martin, tu was, wir starten im Odromo gegen Braunschweig, also auf geht's. Super. Wir wollen Meister werden hier. Wir wollen Meister werden in der zweiten Liga. 60 will Meister werden. Aber nicht so. So wie ich jetzt hier die Chance hier verdaddelt habe. Nicht so. So wird 60 nicht Meister. In der zweiten Liga. Ich stehe da komplett frei. Ich stehe hier komplett frei. Ah, gibt's doch nicht. Hier nochmal die krasse Chance. Ah, Mann, ey. Da 500 Jahre da hin und her spielen, ey. Nein, 5 Jahre lang. Da soll der wieder nach hinten spielen, der Pisser, Alter. Anstatt probieren. Okay, der bewegt sich. Und ich werde ausgewechselt. Naja, das letzte Bundesligaspiel. Spielen wir 0-0. War ganz okay. Ja, sind wir halt Vizemeister, wie ihr vielleicht gesehen habt in der Halbzeit bis jetzt. Und wir werden immer Vizemeister bleiben. Eigentlich ja. Oder? Gewinne die Liga? Gewinne die Liga, Mann. Wir sind noch Meister geworden. Oh, wir sind noch Meister geworden. Was ist los, Mann? Ja. Nur ein 1-1 haben sie gespielt. Nur weil sie 1-1 gespielt haben, Mann. Wir sind noch Meister geworden. Richtig geil. Ja. Das ist richtig geil. Das freut mich gerade. Richtig, Mann. Ja, Mann, wir machen jetzt hier noch den
dem Ende des mitteilen zu können, dass du für den deutschen Deutschlandkader ausgewählt wurdest, der am kommenden Konferenzpokal teilnehmen wird. Ich muss wohl nicht noch einmal extra betonen, wie enorm wichtig das Turnier für unser Land ist. Es ist alleine schon eine große Ehre, als Mitglied des Nationalkaders Deutschland präsentieren zu dürfen. Solltest du zum Einsatz kommen, erwarte ich von dir natürlich auch von deinen Mannschaftskollegen vollen Einsatz. Ich freue mich darauf, dich schon in unseren Teams begrüßen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen, Trainer Nationalmannschaft Deutschland. Wir sind im Nationalkader. Wir sind im verfickten Nationalmannschaftskader, Mann. Wir fahren in die EM 2016. Wir fahren zur EM 2016, ey. Was ist denn hier los? Ja, was ist hier los? Sag mal, echt geil. Das ist doch echt geil, oder? Wir sind einfach im Nationalmannschaftskader, ey. Wir spielen für Deutschland. Wir spielen einfach für Deutschland. Confederations Cup. Ja, das machen wir alles nächste Folge. Das machen wir nächste Folge, also Leute, haut, lasst den positiven Wertung da. Wir haben es in die Nationalmannschaft geschafft, sollte ich sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst den positiven Wertung. Schaut doch in der Videobeschreibung vorbei, das sind Twitter, Instagram und eine Freundin von mir, Liz, unterschrieb Smart. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Jetzt aber.